Hallo, hier ist der Guzua wieder. Was geht? Nächste Runde. Need for Speed Payback ist am Start. Wir schauen mal, was wir machen können. Jetzt sind wir ja in der Nähe. Ach scheiße, das Ding dringend bis hier kommen. Machen wir das nächste. Jetzt bin ich schon hier, dann kann ich auch gleich das nächste Rennen fahren. Ich würde mich aber grundsätzlich gerne wieder von dem Auto trennen, beziehungsweise halt die Hütte, glaube ich, gar nicht mehr so krass auftunen, weil mir das mit dem Heckantrieb echt nicht so ganz gefällt. Klar, ich meine Driftschleuder, yeah, ist klar, ist am Start, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Von der Fahrbarkeit ist das hier nicht so der Burner. So, hier... Ich habe halt zu langsam gedrückt, glaube ich. Nebenwette, genau. Drifte, genau. Ich bin froh, wenn ich da ankomme. Denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wär's, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Scheint machbar zu sein. Die ziehen jetzt nicht so krass weg. Genau, und jetzt komme ich sogar ran. Das ist machbar, definitiv. Und ihr seht's. Ziehen wieder mit, aber jetzt geht's. Doch, das passt. Zu langsam. Geh mal nach Hause, Junge. Erstmal ganz entspannt machen. Ich bin da wirklich immer der Meinung, man sollte auch bei den anderen Spielen, jetzt genauso hier Clash Royale und sowas, man sollte da nicht zu sehr hier, oh, hier, guck mal hier, easy. Sondern immer nach und nach. Am Ende wird zusammengezählt. So sieht's aus. Kennt ihr oder was? Ja, die Fresse dann schon weit offen, der Typ. Also ich selber in dem Fall, aber. Alter, aber stimmt, die sind ja echt zu weit hinten. Kranker. Shit, Junge. Wow. Da sind sie auch schon wieder dran. Ja, da sind sie schon wieder ganz dicht dran. Ganz, ganz dicht. Schade. Was ist da gerade passiert? Frag mich auch immer. Frag mich jeden Tag. Denk auf, wie ich stand bin. Okay, ich kann das Ding gewinnen. Ja, das stimmt. Das kann ich jetzt wirklich. Und das beim ersten Mal finde ich mega nice. Denkt, wie gesagt, bitte immer dran denken. Ich spiele auf schwer. Yeah, ja? Ich hab's noch drauf. Ja, genau, ich hab's noch drauf, Junge. Ja, 14.000 direkt into my pocket. Nice. Nitro würde ich. Ja, was soll jetzt scheiß drauf, Alter. Geil. Gleich die nächste auch. Komm. Du hast wieder gewonnen. Wann fahre ich gegen dich? Schlag meine Crew im nächsten Rennen. Dann reden wir. Der ist dichter dran, den würde ich lieber gerne erst fahren. Ja, netter Drift, aber wäre natürlich noch besser gegangen, auf jeden Fall. Achso. Kommt man hier auch? Nee, hier. Ah, nee, man muss erstmal da lang, okay. Und hier auch wieder ein Drift?
Oh, doch, gar nicht so schlimm, oder? Leute, gar nicht so schlimm, läuft. Geil. Habe ich das Rennen nicht gerade gespielt? Nee. Doch, jetzt war das doch. Oder? Los. Ja. Das war das doch gerade. Egal. Windschatten ist so hier, Junge. Mann, bist du lahm. Ganz ruhig, Tyler, ganz ruhig. Eieiei. Ja, passt. Unmöglich. Klar. Ist schon machbar. Also von der Straße abkommen ist hier sozusagen keine Option. Wird man so viel langsamer, dass sich das nicht lohnt. Wie gesagt, ich sag's gerne nochmal wieder, früher immer nur Bande. Und immer überall gegengefahren und mittlerweile guckt man halt schon auf eine etwas saubere Linie. Oh. Alter Verwalter! Kranker Schild, Digga. So. Ich merke aber, dass er hier besser schaltet. Also beziehungsweise weniger schaltet. Und dann lieber mal im niedrigeren Gang bleibt. Finde ich nice. Jetzt natürlich Gas geben, klar. Ja. Auch nochmal geschafft. Wird mir jetzt natürlich nicht so viel bringen. Ein ist klar. Sieg für Tyler Morgan. Oh, ganz knapp daneben. Okay, aber immerhin $12,000 bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit, ganz klar. Das freut mich. Oh, Stufe 7, okay, geil. Bremsen, okay. Aber dann geht meine Nitro-Stärke runter, okay. Aber... Nö, ich würde es auch gerne... Ich mache immer ein Foto. Ich würde es auch eintauschen. Ist okay, passt. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, nochmal in die Karte zu gehen. Weil wir wollen ja dieses Rennen hier noch schaffen. Also ich merke wirklich, dass ich jetzt mittlerweile echt mehr mit der Handbremse bremse als mit der normalen Bremse. Weil das hier halt wirklich, du kannst das Auto halt besser reinwerfen. Das ist schon cool. Ich hab ihn gesehen, aber pff, weiß ich nicht. War irgendwie nicht so im Kopf drin. Oh, komm jetzt. Das machen wir nicht so viel Zicken.
Los geht's. Ablehnen. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Das war nicht so überheblich. Das war's? Jo. Hast du doch gar keine Chance mehr. Starten. Und das scheinen dann schon wiederum andere Rekorde oder andere Bestzeiten von Real-Spielern zu sein, denke ich mal. Gegen die ich dann halt auch fahre. Los geht's! Komm, komm aus dem C hier. Komm, los. Ich guck's mir erstmal an. Bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt die erste Runde, die erste Kurve. Juhu, ich hab's geschafft. Ah, 6 Kilometer ist halt echt weit. Da kann man halt noch eine Menge rausholen oder eben auch noch eine Menge verkacken. Von daher würde ich jetzt erstmal gucken, was wir hier so noch auf dem Zettel haben. Vor mir? Ja. Ich habe da gerne einen vor mir, dass ich dann im Notfall gegen den gegenballern kann und den als Bremse benutze. Genau dasselbe wie ihm passiert ist, passiert mir natürlich auch. Instant. Die ist schon krass, die Challenge. Schalte doch runter! Junge, schalte! Gib Gas, Tyler. Na los! Ihr habt es gerade gesehen wieder, Handbrems-Action ist am Start. Ja, komm, Gas, 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 Gas. Da bin ich Fünfter. Wenn ich die also überholen würde, wäre ich automatisch Dritter. Verdammt! Komm, Gas, 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 Gas. Ja, immerhin, passt. Jo, Dritter. Ja, hat er gut gemacht, muss man sagen. Jo, passt. Oh, nice, der Drift war geil. Der war, oh, cool. Immerhin Zweiter. Jo, Zweiter. Passt, alles gut. Ja, ich war so nah dran. Nun, nah dran, du komm. Also mein Wagen hatte 150 und empfohlen waren 160, kann das sein? Würde ich neu starten. Alleine wegen dem Verkacken am Anfang. Eine Minute Erster. Hm, genau. Eine Minute, hallo. Es geht los. Nach und nach groovt man sich halt auch mit dem Auto so ein bisschen ein. Ja, passt. Na, das sieht ja schon mal ganz anders aus. Ich glaube, so ein bisschen Drift muss auch hier dabei sein. Also ich glaube, darauf legen die das auch echt an. Ja, genau. Man macht es auch so. Genau.
Hier war genau. Ja, sehr gut. Also auch hier wieder besser als in der letzten Session. Fünfter. Kein Gegenverkehr, bitte. Genau. Gas, ja, passt. Nice. Der erste Platz gehört mir. Ja, jetzt mal. Zwei Kilometer sind es noch. Ein bisschen zu viel in eine Bremse getreten. Die Zeit wird knapp. Ich muss nach vorne. Oh, gib Gas! Also ich muss mit ohne Handbremse komme ich hier gar nicht weiter. Ich habe jetzt die letzten paar Kurven probiert ohne Handbremse. Geht gar nicht. Also du musst wirklich im Drift, was eigentlich auch nicht richtig ist, weil im Drift verlierst du ja reell. Also jetzt, wenn wir von der Realität ausgehen, verlierst du ja Geschwindigkeit, als wenn du die Kurve richtig nice fahren würdest. Aber gut, ist halt so. Mist, das war so knapp. Ich habe es aber geschafft, also die Zeit... So, genau, mein Wagen ist 150 und empfohlen ist 160. Und somit bin ich da super zufrieden. Neuer Rekord, läuft. Bin definitiv besser gefahren als beim letzten Mal auf jeden Fall. Das soll es aber gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt gucken wir nochmal kurz rein hier. Ich fürchte, dein Wagen bringt's noch nicht. Wieso besorgst du dir nicht weitere Teile? In Tuning-Shops oder durch Wiederholung früherer Rennen? Verstehe ich. Klar, logisch, aber... Nice. Nein, auf jeden Fall. Also geiles Spiel. Wie gesagt, schreibt immer rein, was ihr so denkt, wie auch immer, was euch so durch den Kopf geht dabei, dass man einfach gucken kann, ah ja, gut, okay, das könnte man noch machen, das könnte man noch machen. Würde mich interessieren. Das war's für die heutige Folge. Ich wünsche euch was. Haut rein.